Oh, muss doch gleich hier schon am Waffengeschäft sein. Ja, links, rechts. So, ich hoffe mal jetzt gleich. Aber ich packe jetzt mal hier einfach auf der Straße ganz frisch. Oi. Hier. Polizia. Unmögliches Verhalten. Treten Sie ein und sehen Sie sich um. Wollen Sie eine Waffe kaufen oder brauchen Sie nur Munition? Beides. Was ist eine Waffe ohne Munition? Und nochmal ein paar Munition. So, das haben wir einkaufen gewesen. Ich hoffe, das müsste reichen für unseren Auftrag. Schon wenn uns schon gesagt wird, dass wir eventuell eine Waffe brauchen und Munition. Der liegt es wohl sehr nah, dass wir gleich unter Beschuss kommen werden. Which was launched by Nazi troops in December. New reports indicate that the German armor has been left in pieces as the Allies continue their march toward Berlin and victory gets even. So, in die Seitengasse. Na, was los? Wie wär's mit uns? Na, komm. Aus dem Weg. Na gut. Sieh dir die Türschilder an, um Marias Apartment zu finden. Paul, Michael. Nein, auch nicht. Maria. Ja, was gibt es denn? Ja, hallo, Ma'am. Ja, hallo, Ma'am. Henry ja, von Massim schickt mich. Er sagt, Sie könnten mir bei einem kleinen... Ja. In der Preisung... Ja, habe ich schon gehört. Was kann ich für dich tun? Ich muss heute Nacht da rein. Okay, ich mach dir einen Vorschlag. Meine Schwester ist gerade im Krankenhaus. Wenn du mich hinkuschierst, dann sage ich dir alles, was du wissen musst. Die Klinik ist gleich gegenüber dem Amt. Ist also kein großer Umweg. Die Klinik ist gleich gegenüber von dem Amt. Ist also kein großer Umweg. Kein Problem. Klar, kein Problem. So, Speicher, wir machen kurz eine Aufnahmepause, sind gleich wieder da. Also ich habe mir gerade nochmal die Videos angehört und angeschaut und ich wollte die Ursache finden für das Problem, warum ich in den Cutscenes nichts mehr gehört habe. Irgendwie wurden die Sachen, die Dialoge doch aufgenommen, von daher hört sich das ein bisschen blöd an, wenn ich ein bisschen mit reinrede. Aber das Problem sollte jetzt wieder behoben sein. Und entschuldige mich für die 2 Minuten, wo ich in den Gesprächen mit reinrede und wir fahren jetzt mit der Story fort. Die Kommission ist das herrschende Organ der amerikanischen Mafia. Setz Maria im Krankenhaus in Uptown ab. Auf geht's. Kommen Sie, Ma'am. Komm raus. Auf. So. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen Minecraft erprobt mit der Tür. Das ist einfach ein Tick, den ich mir angewöhnt habe, immer wieder die Tür zuzumachen. So, jetzt darfst du auch bei mir in den heißen Schlitten einsteigen. Okay, dann los. Und ras nicht rum wie ein Wilder, ja? Ich weiß schon, wie ihr jungen Leute heute fahrt. Okay, hör zu. Der Vordereingang ist nachts Fahrweise ein auszuschalten. Du musst also hinten rein. Der Hintereingang bleibt nachts offen? Nein, aber das Kellerfenster ist meistens offen. So kommst du unbemerkt rein. Du willst an den Safe, stimmt's? Ja, woher wissen Sie das? Hab nur geraten. Er steht im Obergeschoss. Dort ist auch das Büro des Direktors. Da findest du die Schlüssel. Okay, ich steige also hinten durch ein Fenster ein und dann geht's die Treppe rauf zum Büro vom Direktor. Richtig? Richtig. Und sei vorsichtig. Wir haben da Nachtwächter. Lass dich nicht erwischen. So, natürlich lass uns nicht erwischen, aber es wird wohl leider so kommen, dass wieder zu einem Gefecht kommen wird. So, kann man schneller als 40 jetzt fahren? Nein, das
Finde ich sehr gut gemacht. Auch wenn es ein bisschen langweilig ist. Man kann Gas geben, wie man will. Man fährt nicht schneller als 40, wenn man die sichere Fahrweise aktiviert. Ich finde es auch gerade hier in der 40er Zone, von daher passt es. Und wieder die grüne Welle. Hat man eigentlich schon einmal rot gehabt? Oh, bin ich am Ziel vorbeigefahren. Habe ich einmal die grüne Welle genossen. Dann vergessen habe ich schon wieder, wo wir hinfahren müssen. Okay, lass mich hier beim Krankenhaus raus. Das Amt ist gleich gegenüber. Also, danke fürs Mitnehmen, mein Junge. Danke, Maria. Man sieht sich. Ciao. Gehe zur Preisaufsichtsbehörde. So, wir lassen erstmal den Tempomat hier drinne, weil ich will jetzt keine Probleme haben mit der Polizei. So, ich glaube, den Rest müssen wir laufen. Letzten Gässchen von Empire Bay. Preisbehörde. Im letzten Kaff. Drücke L, um rüber zu klettern. Ich finde einen Weg hinein. Dann schauen wir uns nochmal um. Hier ist eine Tür. Hier sind Kisten. Kann man auf die Kisten steigen? Ja. Erstmal gehen wir zu den Türen. Aber ich vermute schon fast, dass wir über das Dach reingehen müssen. Oder auch hier. Wir sehen einen Gegner unten auf dem Radar. Die Frage ist jetzt natürlich: Bleib versteckt. Hier sind überall Wachen. Hallo? Ist dir kalt? Um die Ecke. Scheint nichts zu sein. Schon hier nochmal. Hier scheint auch nichts zu sein. Was steht hier? Out of order. Das ist viel wie nicht benutzbar, nicht reingehen. Verdammt! Weg, weg, weg da. Wir sind drinne. Wir brauchen keine Tür einzubrechen. Aber vielleicht wäre das ganz sinnvoll, wenn wir jetzt die Tür hier aufmachen. Falls wir später mal flüchten müssen. Wir müssen ja ein bisschen mitdenken. Dann schauen wir doch mal jetzt. 1, 2, 3, 4. So. Lass die Tür auch mal auf. Ein bisschen frische Luft hier reinkommt. Was haben wir hier? Hol den Schlüssel aus dem Büro des Direktors. Du kannst Wachen lautlos ausschalten, indem du rot drückst, während du dich hinter ihnen duckst. Drücke die blaue Taste, während du dich bewegst, um dich um eine Ecke herumzubewegen. Ah, okay. So wird es gemacht. Lassen wir hier die Tür auf.